Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Wir befinden uns hier bei unserem Goldschiffer und werden mal mit ihm quatschen. Was ist denn los? Willst du hier Dings da klar machen, ja? Norris auf Freyas Füßen. Gott. Norris. Du kennst Miriam? Natürlich. Was gefällt ihr? Ich möchte ihr etwas schenken. Ich weiß es wirklich nicht. Na gut. Ich spreche mal mit Prudence. Vielleicht kann sie helfen. Okay. Könnten Sie auch einfach selber fragen. Hey, worauf stehst du? Ich würde dir gerne was schenken. Nein. Ich glaube ja nicht. Und ich glaube, also von Glauben zu Glaube, dass, sorry, hier kann ich nicht hochklettern, dass es einfach nur an dieser Questreihe liegt, dass diese sehr, sehr schlecht, sehr, sehr leise synchronisiert worden ist. Sonst kann ich mir das nicht vorstellen, warum plötzlich alle Stimmen so leise sind und der Rest so laut. Wobei, der Rest ist ja nicht laut. Ich habe ja mein Mikrofon, nicht mein Mikrofon, sondern mein Headset, an das Spiel so angepasst, dass ich alles hören kann, was sie sagen. Dementsprechend ist natürlich alles andere laut. Das ist der Fehler. Aber gut, ich denke, wir machen hier einen minimalen Schnitt. Ich weiß, da hinten ist es schon, aber YOLO. Seht ihr? So schnell kann es gehen. Yeah. Hallo Prudence, ich kann gleich zurücklaufen. Juhu. Prudence. Guten Tag, Connor. Norris will einer Dame den Hof machen. Was mögt ihr Frauen denn so als Geschenk? Also mir macht ein Strauß Wildblumen immer viel Freude. An wem ist Norris interessiert? Das möchte ich nicht sagen. Verständlich. Die schönsten wachsen auf dem Hügel im Nordwesten. Sie sind schwer zu erreichen, doch dort in der Sonne wachsen sie groß und stark. Blumen. Einfallsloser geht's nicht, ja. Hey, lass uns einfach ein Klischee schenken. Alle Frauen mögen Klischees. Deswegen gehen sie auch gerne in die Küche. Frauen sind gerne in der Küche, das wissen wir ja alle. Oh Gott. Nein, please, not. Du Sack, jetzt kann ich dich häuten und dein Freund auch. Toll. Das Problem bei den Tieren ist, wenn man sie nicht häutet, dann desynchronisiert man. Das hat mich damals immer schon genervt. Aber das ist wahrscheinlich wegen der Peter. Weil Peter kacke ist. Oh Mann. Guckt ihn euch an, den Wolf. Na komm, Mr. Wolf. Komm. Guck dir, wo deine Freunde sind. Am Arsch! Jetzt hab ich dich überrascht, kleine Schlampe, wa? Ja, Mann. Sorry, ich wollte dich nicht als Schlampe betiteln. Ich denke nicht, dass du ihm den Arsch hinhältst. Wobei, es ist möglich. Bei Wölfen weiß man nie. So, wir müssen also da hoch, ja? Die Frage ist nur, wie? Okay, hier in den Busches auf jeden Fall nicht. Da kommen wir. Oh, ich sehe schon. Da ist ein Balken. Seht ihr den Balken? Den müssen wir erreichen. Ja, ich höre einen Wolf. Oh, verdammt. Ich dachte, ich kriege ihn zuerst. Mieser kleiner Wolf, du. Ja, Mann. Oh Gott, wir müssen sehr, sehr weit laufen, glaube ich. Ach du Scheiße. Wo kommt man denn hier hoch? Bin bestimmt schon dran vorbei. Ah, die Anhaltspunkte. Okay. Ich bin jetzt da, wo wir sein wollten. Nein! The fuck? Wieso ist mein Ziel da hinten? Wo bin ich lang gelaufen? Geht das, dass ich einmal komplett rumlaufe? Ich muss theoretisch zum Wasserfall hoch, oder? Da komme ich gar nicht hin. Ich suche jetzt den richtigen Weg. Oh, habe ich was gefunden? Bin auf jeden Fall schon mal. Hier ist ein. Ich befürchte, nein. Ich befürchte nicht, dass das der richtige Weg war.
Okay, ich glaube, ich habe den richtigen Weg gefunden und ein Wolf auch. Es ist einfach direkt an der Quest. Du willst mich doch verarschen. Ich laufe einmal komplett um die Map, weißt du? Nur um zur Quest zu gehen und von da aus hochzuklettern. Das ist doch nicht dein Ernst. Was machst du denn hier? Oder ihr? WTF? Kleiner Cheater. Der ist einfach auf mich raufgesprungen. Der hat nicht mal Faxen gemacht, irgendwie zu sagen, ja, hier, komm mal, ich greife dich an. Der hat es einfach gemacht. Guckt euch den Arsch an. Ja, nichts zu fressen für dich, ne? Der 50 deiner Freunde umgebracht. Ich hoffe, du bist glücklich. So. Da ist es. Meine Fresse, das kann doch nicht so schwer sein. Kann ich darüber springen? Gott, danke. Ja. Bin ich nochmal zu den Wölfen. Ach, das sind sie doch. Jetzt dürfen wir zurücklaufen. Cool. Whee. So, und schon sind wir zurück. Ist das ein Toilettenhäuschen? Sitzt da auf dem Pott? Er sitzt auf dem Pott. Horace, bist du da drin? Oui. Oh, ich komme dann später nochmal zu dir. No, no, es geht schon. Was gibt es? Prudence rät zu einem großen Strauß Wildblumen. Wirklich? Ganz sicher? Kommt mir komisch vor. Irgendwelche Blumen oder irgendein Grünzeug einfach zu schenken. Wenn ich meine Freundin ein Grünzeug mitbringen würde, sie würde mich auslachen, würde denken, was bist du denn für ein Noob? Was soll ich damit? Ich bin kein Vegetarier. Na gut. Ja, yeah, Mission beendet. Natürlich 100%. Was auch sonst. Hier gibt es ja keine optionalen Quests. Und dann gucken wir weiter. Wir gehen zurück in die Stadt. So, da sind wir auch schon. Gott, dieses Umgelaufen, so viel musste ich noch nie hier schneiden. Ach, ich soll mit denen spielen. Oh ja, please. Ein Spiel, das ich kann. Schon mal Bowls gespielt? Ja. Oh ja, ich mache euch fertig, ihr Noobs. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Ihr werdet weinen. Ich sehe, vertragt ihr euch wieder. Oh ja, wir gehen uns immer wegen irgendwas an die Gurgel, doch meist vertragen wir uns am Ende wieder. Der Gedanke, dass meine Familie in Gefahr ist, hat mich kalt erwischt. Und Terry weiß, dass er mich nie besiegen könnte. Du Ratte! Er hat diese Boltsbahn gebaut, damit er mich bei irgendwas schlägt. Das klappt bloß nicht, was, Terry? Ich lag in Führung, bis Connor vorbeikam. Sicher warst du das. Und jetzt werde ich in Führung gehen. So, Runde 1. Ich werfe die Kugel. So kann ich. Kugel, ach, okay. So, wir werfen sie mal in den Dreck, wo sie hingehört. Boom. So, das ist der ausschlaggebende Punkt. Da müssen wir da rangehen. So, jetzt darf ich anfangen wahrscheinlich, ne? E drücken, um den Wurftyp zu ändern. Ja, ich glaube. LB drücken, um taktische Ansicht zu ändern, ne? Okay, werfen wir mal. Zack. Holy shit! Okay. ich dachte, ich bin näher dran. WTF! Der beste Wurf, seit ich dieses Spiel spiele. Ah ja. Zeig dir mal was. Boom! Ich bin ein Cheater. Oh, sauber rangelegt, das Ding. Kriegt er den Punkt sofort oder kann ich den Punkt auch wegschieben wie bei Curling? Weiß es gar nicht. Shit.
Ah, jetzt bin ich näher dran. Ha! Damit kann ich leben. Okay. Das reicht. Das reicht. Wir werden jetzt, die Kugel nicht sehen, ne? Wenn da einfach volle Kanne drauf werfen. Zack. Präzise. Wusch. Das sollte reichen. Ja, er hat genauso verkackt wie ich. Das Glück mit mir. Runde 2. So. Da muss ich nur dann heran, ja? Wir machen einfach dieselbe Taktik wie vorher auch. Wir kicken seine Bälle weg. Du tust mir fast leid. Muss es gar nicht, muss es gar nicht. Ein bisschen ran und dann kicken wir den Typen weg hier. Zack. Präzise. Wusch. Oh, wie edel. Guckt euch das an, wie perfekt das war. Oh, er hat verkackt. Willst du davon nochmal werfen? ETF? Schon wieder? Ich hatte keine Bälle mehr. Halt's Maul, was soll das denn? Trotzdem habe ich mehr Punkte als der. Ich kick dich weg. Oh ja, das sieht gut aus. Wusch. Oh, Glück gehabt. Okay, ich darf nochmal. Versuch mal, seine da hinten wegzukicken. Das wird schief gehen. Ich werde alles vermasseln. Aber no risk, no fun. Ja, ich komme zurück. Er hat einen Punkt gekriegt. Holy shit. Okay, okay. Gar kein Problem. Ich werfe das einfach genau dahin. Oh, auf den Punkt. Zack. Habe ich gewonnen? Vielen Dank für das Spiel. Yeah. Das ist Runde 3. Wie viele Runden gibt es? Ich ziehe dich doch sowieso ab. Ich habe schon 2 Punkte. Was willst du eigentlich? Du brauchst gar nicht mehr spielen. Ach komm, geh weg. Hoho, hast du das gesehen? Geh doch weg, Kollege. Du kannst doch nichts. Hier, kick ich weg. Zack. Er ist immer noch näher dran. Jetzt kriegt er einen Punkt. Achso, deswegen darf ich nochmal, okay. Oh, Punktlandung. Das wird perfekt. Guckt es euch an. Das erhöht den Druck. Ich sehe aber die Punktzahl nicht. Ich weiß nicht, wer gewinnen kann. Euch diesen verdammten Cheater an. Der beste Wurf, seit ich dieses Spiel spiele. Das sagst du schon immer. Und trotzdem verlierst du. Es ist komisch, wie viele gute Würfe er hat und trotzdem verliert er, ne? Gerader Wurf. Und dann kicken wir den richtig schön aus dem Bild. Oh ja. Oh ja, zieh dir das mal rein, Kollege. Wusch! Oder das nochmal. Oh. Damit kann ich leben. Glaub nicht, dass du damit leben kannst. Ich habe keine Würfe mehr. Er zieht mich jetzt ab. Oh, der ist näher dran als ich. Nein! Wie hast du denn 2 Punkte bekommen? Verarschen der Bengel, oder? Okay, er steht links, das heißt, wir werden mal dahin werfen. So. Schön weit weg. Bin ich mal gespannt, wie du das machst. Werfen da nochmal hin und dann wieder präzise. Oh yeah, baby. Oh yeah.
Oh, der kleine Kacknup hat's verkackt. Jetzt davon nochmal. Oder war das geplant? Wie schaffst du nochmal? Achso, ich hab einen Puck gerichtet. Yeah, Baby. Das reicht. Das reicht. Okay. Du willst es nicht anders, ja? Ich zeig dir mal den perfektesten Wurf aller Zeiten. Boom! Und die Menge jubelt. Kannst du nichts mehr gegen machen, Mann. Dafür habe ich jetzt noch zwei frei, du. Oh, das ist präzise. Ich danke für den Wettstreit. Ich musste nicht mal meinen letzten Wurf machen. Du Kacknub hast verloren. Verloren. Oh yeah. Ich habe gewonnen. Abgezogen. Den Bengel abgezogen. Das ist mein erstes Minispiel, das ich gewonnen habe. Ja. Ah, schön. Bowls für Anfänger. Okay. Lohnt sich das noch? Bestimmt, ne? Gehen wir mal dahin. So, direkt bei der nächsten Quest. Oh, oh, ich sehe schon, was auf uns zukommt. Guck dir das mal an. Da haben wir ein Bettchen. Willst du es ihm sagen, Liebling? Ich bin schwanger. Herzlichen Glückwunsch. Das wurde aber auch Zeit. Es gibt da jedoch ein kleines Problem, fürchte ich. Nicht ein Arzt, weit und breit. Nun, dann suchen wir einen. Ich kenne einen, der vielleicht herziehen würde. Sein Name ist Dr. Lyle White. Ist lange her, dass wir ihn gesehen haben. Aber versuch es bei seinem alten Haus in Boston. Das alte Haus in Boston, da gehen wir doch gerne hin. Deswegen brauchen wir einen Arzt, weil die Liebe natürlich schwanger ist, so wie ich es prophezeit habe. Weil ich bin halt ein Prophezeier. Keine Ahnung, wie man das Ganze nennt. Wir gehen nach Boston, doch sehen uns morgen erst wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.